Unser erstes Reiseziel war der Monte Caolino bei Hirschau. Dabei handelt es sich um einen ca. 150 Meter hohen Berg aus Quarzsand, was letztlich nur ein Abfallprodukt bei der Kaolingewinnung ist. Kaolin ist ein feines weißes Gestein, was zu Pulver verarbeitet, hauptsächlich bei der Papierherstellung, aber auch zur Bereitung von Porzellan verwendet wird. Zur Übernachtung gibt es praktischerweise direkt am Fuße des Berges einen Campingplatz oder die Möglichkeit, kostenpflichtig gleich nebenan auf dem Parkplatz mit dem Wohnmobil zu stehen. Sparfüchse finden nur etwas mehr als 3 Kilometer entfernt direkt in Hirschau einen kleinen, kostenlosen Wohnmobilstellplatz. Genauere Infos zu diesem und auch allen anderen Stellplätzen, die wir auf unserer Reise besucht haben, gibt es dann später in unseren expliziten Stellplatzvideos zu sehen. Doch zurück zum Berg. Hier gibt es zum einen die Möglichkeit, gegen ein entsprechendes Entgelt bequem mit einer Bahn den Gipfel zu erreichen. Das geht auch. Wir haben jedoch den kostenlosen, aber dafür recht mühsamen Weg zu Fuß nach oben gewählt. Tatsächlich ist es ein schwieriges Unterfangen, die ca. 200 Meter Strecke bei 45 Grad Steigung zu schaffen, da der Sand unter den Füßen immer wieder nach unten wegrutscht und man somit gefühlt die doppelte Strecke läuft. Oben angekommen, erreicht man ein nahezu ebenes Plateau und wird mit einem schönen Rundumblick belohnt. Auf der einen Seite schauen wir über Hirschau und den davorliegenden Kaolinabbau. Und auf der anderen Seite sieht man den Campingplatz mit dem Schwimmbad. Kommen wir zum Freizeitangebot. Da gibt es also den schon erwähnten und gezeigten Campingplatz mit einem großen Freibad. Für die Kleinsten findet man am Fuße des Berges einen sehr schön angelegten, abwechslungsreichen Spielplatz. Neben der Möglichkeit, auf einladend glatten Straßen mit den Inlineskatern zu fahren, gibt es noch einen Hochseilgarten, eine Mini-Adventure-Golf-Anlage und es werden Segway-Touren angeboten. Für richtige Action lädt eine Sommerrodelbahn ein, die sich um den halben Monte windet. Und natürlich die Möglichkeit, mit Skiern, Snowboard oder Zipfelbobrodeln den Berg runter zu rasen.
Auch wir begeben uns jetzt wieder auf den Abstieg und beenden damit diesen durchaus interessanten und erlebnisreichen Tag am Monte Caolino.